Hallo und willkommen zu unserem neuen Video. Diesmal sind wir ganz woanders unterwegs wie sonst. Und zwar in Bad Gastein am Stubner Kogel. Und Wetter sieht schon mal richtig geil aus. Hat ein bisschen Neuschnee. Allerdings hat der obere Teil noch geschlossen und es dauert wohl noch eine Stunde, bis da aufgemacht wird. Bin ich mal wieder mit der Vanessa unterwegs. Hallöchen. Hier seht ihr mal nochmal auf Gastein runter. Guckt's aus. Die Mittelstation Abfahrt ist auch schon ganz schön lang, finde ich. Also man ist schon ein bisschen unterwegs, oder? Ja, aber traumhaft schön, traumhafte Schnee, die Skier sind super. Perfekter Tag. Und pink. Also die Aussicht ist echt mega geil, aber es ist schon wieder krass, krass windig. Irgendwie haben wir da heuer ein echtes Talent dafür. Und die Abfahrt ist aber auch saugeil. Wir haben eine beinahe Privatfahrt in der großen Gondel ergattert und wir haben erfahren, dass die sowieso nicht mehr so fleißig genutzt wird. Aber fährt die eigentlich schneller wie die neue und von dem her, wir können es nur empfehlen. Sehr, sehr geil. Vor allem, wenn man das von früher noch kennt, wie voll die sein können, das ist gleich noch viel, viel toller. Jetzt hängen wir hier im Schlepper, aber es ist saugeil, ganz alleine gefühlt und macht Freude. Bei uns gibt es jetzt eine kleine Pause und zwar mit Sonderportion. Es gab Speckhühnchen und Kraut, jetzt haben wir es halt zusammengefügt zu einem. Einen guten. Ja, für alle, die unsere Videos verfolgen, ich habe heute mal wieder den Skischuh ausgepackt. Der wurde jetzt nochmal angepasst und der Schmerz ist jetzt noch größer. Das ist echt unglaublich. Das ist ja der Schuh und es wurde alles ein bisschen enger gemacht, aber irgendwie habe ich trotzdem von oben her überhaupt keinen Halt, egal wie fest ich ihn zumache. Da drückt es einfach die ganze Schale weg und unten her tut es jetzt so weh, ich könnte einfach nur herspalmen. Also wirklich, ich habe so einen Schmerz.
Mir drückt die Tränen fast ein bisschen raus. Das ist echt unglaublich ätzend. Getränk haben wir heute nicht, obwohl es relativ warm ist. Ich war über Nacht im Auto, muss ich aber gestehen. Heute schon so richtig schön auf und das ist unser Panorama.
in 360 Grad Runde. Ich würde sagen, es ist alt, aber sehr nett hergerichtet. Nur mit den Skiern, die Sachen. Also sie haben nicht zu viele Möglichkeiten, dass man wirklich was aufhängen kann. Das ist vielleicht das einzige gröbere Manko. Der Balkon ist allerdings wieder ziemlich cool. Und die Aussicht ist auch sehr cool. Ihr habt unser Hotelzimmer gesehen, das ist eigentlich ziemlich cool, aber die Dusche ist voll der Fail. Man spritzt das komplette Bad nass und der Duschvorhang saugt sich immer nach innen. Das ist echt ekelig. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Puh. Wir sind am Weg zum Après-Ski. Und hier müssen wir echt ein bisschen laufen. Relativ steil bergauf. Aber es sieht alles ringsum richtig geil aus. Mega aus. Die Häuser sind irgendwie alle alt. Riesig. Schön beleuchtet. Endlich. Ja, endlich. Diesen geilen Weg. Also das finde ich echt schön hier. Wir sind gut zurück am Auto. Das ist jetzt übrigens Bad Hofgastein. Das andere war Bad Gastein. Das ist ganz schön schwierig. Und in Sportgastein waren wir gar nicht. Ja. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.